Titel-Showdown in der deutschen Bundesliga, Verletzungssorgen beim FC Red Bull Salzburg und Lewis Hamilton und seine Rücktrittsgedanken. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. So lautet heute der absolute Topschlager in der deutschen Bundesliga. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Gewinnen die Bayern, dann beträgt der Vorsprung in der Tabelle bereits 7 Punkte und dann dürfte den Münchnern der Meistertitel auch nicht mehr zu nehmen sein. Und David Alaba würde dann einen Rekord verzeichnen. Es wäre nämlich der sage und schreibe schon 9. Meistertitel für Alaba mit den Bayern. Damit würde er mit seinem Spezl Franck Ribéry gleichziehen, der es ebenfalls auf 9 Meistertitel gebracht hat. Unterdessen laufen die Vertragsverhandlungen mit Alaba auf Hochtouren. Alaba selbst wie auch sein Beraterteam rund um Vater George machen ja kein Hehl draus, dass er am liebsten Bayern-Spieler bleiben mag. Allerdings an Gegenangeboten dürfte es nicht mangeln. Real Madrid, Manchester City und auch Chelsea sollen zumindest laut Gerüchteküche dran sein am ÖFB-Verteidiger. Wir bleiben in der Causa natürlich für Sie am Ball. Anpfiff zu Dortmund gegen Bayern ist wie gesagt um 18.30 Uhr. Auf Krone AT Sport versäumen Sie mit dem Live-Ticker wie gewohnt nichts. In Österreich startet die Bundesliga-Saison zumindest plangemäß ja nächste Woche und Meister Red Bull Salzburg, den plagen Verletzungssorgen. Rasmus Christensen und Nicolas Seiwald fallen wochenlang aus, Masaya Okugawa ist fraglich. Es könnte eine echte Verletzungswelle drohen, das behauptet oder davon spricht zumindest Individualtrainer Martin Hettecker gegenüber der Krone. Die Belastungen, die jetzt auf die Spieler zukommen, die seien enorm, es sei eine Gratwanderung, sagt der Trainer, der die Verantwortung auch beim Trainerteam sieht. Es gelte jetzt, die Belastungen und die Trainings überhaupt richtig zu steuern. Lewis Hamilton denkt manchmal schon an einen Rücktritt. Das hat der Formel-1-Weltmeister jetzt in einem aktuellen Interview bekannt gegeben. Es gibt Tage, an denen wache ich auf und da bin ich erschöpft. Ich habe dann überhaupt keine Motivation mehr und frage mich, soll ich überhaupt noch weiter Rennen fahren, sagt der 35-jährige Brite. Das ganze Interview gibt es jetzt auf Krone.at zu lesen. Ganz genug vom Rennsport hat er offenbar noch nicht. Zumindest hat er seinen Rücktritt noch nicht bekannt gegeben. Die Formel-1-Saison, die sollte ja im Sommer wieder richtig Fahrt aufnehmen. Und Hamilton geht dann natürlich wieder auf Titeljagd. Auch diesbezüglich bleiben wir für Sie am Ball. Und zum Abschluss noch ein Programminweis in eigener Sache. Um 18 Uhr sehen Sie auf Krone.at Sport den Film Immer weiter Österreich, wenn Handball begeistert. Es ist ein Dokumentationsfilm rund um die Handball-Europameisterschaft 2020, die ja auch in Wien und Graz stattgefunden hat. Ich wünsche jetzt schon gute Unterhaltung, bedanke mich dabei fürs Zuschauen, wünsche einen spannenden Titelkrimi heute in der deutschen Bundesliga und dann sehen wir einander morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, Dankeschön, machen Sie es gut.